Wie designt man überhaupt eine Website? Hi, ich bin Julian und wir bauen aktuell gemeinsam einen Website-Baukasten. Als allererstes habe ich mich natürlich gefragt, hey yo, was wollen denn die Leute überhaupt? Und habe dementsprechend ganz, ganz viele Fragen gestellt und darauf Antworten bekommen und mit Leuten gesprochen und so weiter und so weiter. Und all diese Tipps nehme ich mir jetzt soweit einmal zu Herzen und wuhu, als ich gerade Paint geöffnet habe, haben wir Dark Mode bekommen, richtig geil. Man kommt auf die Startseite, registriert sich dann und geht dann auf die Editorenseite. Und ich habe jetzt mal hier so links diese Navigation so gelassen und dann hat man halt rechts so die Inhalte. Bin mir noch nicht so sicher, ob da oben halt eben dann der Webseitenname steht mit dem Favicon, diesem kleinen Ding da oben. Da bin ich mir noch nicht so sicher, oder ob ich es halt eben ohne machen soll. Also schreibt da gerne mal in die Kommentare, wie ihr es machen würdet. Aber was ist dann mit diesem ganzen Platz hier unten? Außerdem möchte ich so ein Setup machen, wie bei Stripe, dass halt eben so links die Schritte sind, in der Mitte dann so die einzelnen Inputfelder und rechts an der Seite dann halt eben so Tipps, sag ich mal so, also die Dinge nochmal so erklären. Wenn man halt eben auf Weiter drückt, dann kommt man halt auf die nächste Seite und dann hat man da halt eben die nächsten Sachen, ist ja logisch. Bei der Startseite bin ich mir, wie gesagt, noch nicht so sicher, wie ich die hier rechts designen möchte. Schreibt da gerne mal eure Tipps in die Kommentare und folgt gerne für die nächsten Updates.